CoreGamer Production. Willkommen auf der Spieleseite der Macht. Hey you guys, willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Ja, da sind wir wieder, immer noch am Caelid-See. Ich weiß gar nicht mehr, was wir hier gemacht haben. Ach genau, wir haben die Nebenmission von Ogryn haben wir ja gemacht. Dann möchte ich jetzt einmal Ogryn austauschen. Und zwar gegen Stan. Ich würde nämlich als nächstes gerne seine Nebenmission machen. Beim Donnerkiesel! So ist es. So, und Stans Quest führt uns ja, glaube ich, zum... Wo haben wir es denn? Ja, Stans Schwert könnte sich im Besitz des Plünderers Ferrin... Orsamar, ja, ja, okay. Also, ab nach Orsamar. Allerdings nicht rein in die Stadt. Wir müssen in die Frostgipfelberge, so rum, so. Oh, ein Kampfskin. Ja. Mal sehen, was uns erwartet. Oh, mit Sequenz und allem. Konzentriert euch, so wie wir es geübt haben. Und jetzt... Feuer! Oh, ein Vormarsch der dunklen Brut. Zack! Macht sie platt, die Säue! Töte! Boah, war schon ein ziemlicher Aufmarsch, ne? Gehen wir mal hoch zu denen. Ich bringe diese Schüler nach Radcliffe. Der erste Verzauberer sagt, ihr benötigt jeden Magiebegabten für den Krieg. Sie sind jung, aber ausreichend fähig, wie ihr selbst sehen konntet. Okay. Dann machen wir uns weiter auf den Weg. Ein kurzes Scharmützel. Ich finde die Axt immer noch cool. So. Und schon sind wir da. Ich bin mal gespannt, weil eigentlich hat man den, glaube ich, schon angesprochen. Ich meine ja, das wäre der Händler gewesen, der hier vorne an der Ecke hängt. Ferrin oder so, ne? Ja, da ist er. Ich habe euch alles gesagt. Ich schwöre es. Ich möchte eure Ware sehen. Natürlich. Nehmen wir mal das Kunari-Schwert mit. Ihr habt gerufen? Ich wollte mit euch über etwas sprechen, das ihr erwähnt Gut. habt. Sprecht. Das genügt vorerst. Dann schlage ich vor, dass wir weitergehen. Lass uns gehen. Ihr habt gerufen. Das überrascht mich nicht. Ach, vergesst es. Also gut. Wie? Ich habe euch alles gesagt. Ich schwöre. Gut. Toll, ich habe aber kein Questlogbuch-Dingen gehabt. Schwierig. Egal. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf nach Denerim. Mittlerweile sollten wir da drin ja ordentlich rumschlawenzeln können. Ach, was mache ich denn? Mache ich es mir doch nicht so schwer. So. Auf nach Denerim! Damit wir die Urne der heiligen Adraste finden können.
Ja. Oh. Eine Nachricht für euch, Herr. Aha. Wer? Es gibt noch viel auszuliefern. Lebt wohl. Prüfung der Krähen. Neue Quest. An der Botenjunge hat dir der Nachricht auch in der Aufgefordert, in der Taverne zum müden Adligen zu kommen. So, nein, falsch. Ach, wieder geht's wieder los hier mit meinem Kartenwirrwarr. Freunde der roten Jenny. Da haben wir's doch, ohne der heiligen Andraste. Da müssen wir hin. Mehr möchte ich auch eigentlich noch nicht hier machen. Wir werden noch früh genug hier drin rumvorwerken, also ordentlich. Können wir dann auch alles Mögliche betreten. Jo. So. Genitives Haus. 51% der Welt haben wir schon. Meine Fresse, das geht ja fix da. Waylon. Ja? Was wollt ihr hier? Ich suche Bruder Genitivi. Bruder Genitivi? Weshalb? Ich hörte, er sei auf der Suche nach der Urne der Heiligen Asche. Ja, er war der Urne der Heiligen Asche auf der Spur. Aber ob er sie gefunden hat, das weiß nur der Erbauer. Ich habe Bruder Genitivi seit Wochen nicht gesehen und auch keine Nachricht erhalten. Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Ich fürchte, ihm ist etwas zugestoßen. Genitivis Nachforschungen wegen der Urne haben ihn womöglich in Gefahr gebracht. Ihr glaubt, er ist wegen der Urne in Schwierigkeiten? Vielleicht gilt die Urne nicht ohne Grund als verloren. Ich bete für Genitivis Wohlbefinden. Aber täglich schwindet meine Hoffnung mehr. Ist klar. Ich wollte Hilfe schicken. Vor einiger Zeit waren Ritter aus Redcliffe hier, die zu ihm wollten. Ich habe ihnen alles gesagt, aber sie sind auch verschwunden. Ich werde erfolgreich sein, wo sie versagt haben und Genitivi zurückbringen. Nein, fragt mich nicht nach ihrem Ziel. Ihr würdet ihnen folgen und womöglich dasselbe Schicksal erleiden. Ist schon ein bisschen auffällig, ne? Diese Suche ist ein Fluch für uns alle. Manche Dinge sollten einfach nicht gefunden werden. Das ist mir jetzt klar. Ich werde das Risiko eingehen. Sagt mir, wohin er gegangen ist. Also gut. Vor seiner Abreise hat er nur gesagt, er würde in einem Gasthof in der Nähe des Kalenhardsees absteigen, um in der Gegend einer Spur nachzugehen. Gut, dann breche ich sofort zum Gasthof. Viel Glück. Möget ihr die Antworten finden, die ihr sucht. Ein Buch. Drachenkulte. Was macht ihr da? Ihr dürft da nicht hineingehen. Auffällig. Warum nicht? Es tut mir leid, aber das Zimmer ist nicht für Gäste. Es ist voller Bücher und Papiere. Und ich will dort keine Unordnung haben. Ich bringe nichts in Unordnung. Nein, habe ich gesagt. Genitivi war sehr auf Privatsphäre bedacht. Ich fürchte, ich muss darauf bestehen. Weg von der Tür! Soll ich euch einen Stuhl nehmen? Dieser miese kleine... Boah! Dieser miese kleine Schuft... Hierarchie der Kirche. Ein Leichnam. Der Leichnam des echten Waylon. Genitivis Nachforschung und ein Geschenk. Ich wusste doch, mit dem ist was nicht koscher. Geschichte der Kirche, Kapitel 3. Dann können wir wieder abhauen. Ausgezeichnet. So, wohin führt uns das jetzt? So, was war hier denn nochmal? Feldwebel Keilen? Nein, nicht Magviertel, Denerim. So, hier, da haben wir jetzt ein neues Dörfskin dazugekriegt, nämlich das Dorf Haven. Und da werden wir uns mal auf den Weg dahin machen. Leilana nehme ich jetzt absichtlich nicht mit, weil ansonsten könnte da jetzt was Lustiges passieren, je nachdem, was wir da machen.
Wir werden angegriffen. Heureka! Wer bist du denn? Habt ihr Geld, Fremder? Jetzt, wo Orsama abgeriegelt ist, kann der alte Tigrin euch Rabatt geben. Beste Waffen, feinste Zwergenarbeit. In Orsama hat sich gar nichts geändert, aber lasst mal sehen, worauf ich Rabatte bekomme. Win, Alistair, Sten. Oh, das Gunari-Schwert ist gut. Aber es ist genauso gut wie das Großschwert. Ja, nicht wirklich was Pompöses, ne? Nö. Plunder verkaufen. Das Großschwert verkaufen wir. Ach guck, da haben wir noch Dings drin, okay. Aber diesen Streithammer können wir verkaufen. Ach scheiße, kann ich jetzt nicht einsehen. Aber ich meine, der hätten wir eine bessere Armbrust sowieso. Bolzen können wir allgemein nicht gebrauchen. Der Winterschild. 3. Müll. Langschwert der dunklen Brut, das auf jeden Fall weg. Scheiße, das darf ich jetzt einmal zurückkaufen. Und was denn da? Das Kunari-Schwert. So viel dazu. Sten. Rüsten wir dich wieder mit dem Großschwert aus. Ich weiß nicht, steht hier irgendwie besser. Die können weg. Die eigentlich auch. Also wie die. Das ist auch Junk. Okay. Dann hauen wir wieder ab. Auf geht's nach Haven. Mal gucken, ob wir nochmal irgendwo hinlaufen. Ob wir irgendwem in die Arme laufen. So rum. Nee, das sieht gut aus. Dorf, ein Gebiet freigeschaltet. Willkommen im Dorf Haven. So, wir speichern mal eben kurz zwischen. Nein, ich verlade nicht. Ich mache hier wieder Blödsinn. Da. Der vierte wird überspeichert. Ausgezeichnet. Guten Tag. Was macht ihr in Haven? Ihr habt hier nichts verloren. Das ist also Haven. Was wollt ihr? Habt ihr schon mal von der Urne der Heiligen Asche gehört? Die Urne ist nichts als eine Legende. Bruder Genitivis Nachforschungen lassen vermuten, dass mehr dahinter steckt. Ich weiß nicht, wer dieser Bruder Genitivi ist oder was er sagt. Aber die Menschen reden sich oft alles Mögliche ein. Ihr wisst also nicht, ob Bruder Genitivi hier vorbeigekommen ist? Nein. Ich möchte mich mal in Haven näher umsehen. Wir schätzen es nicht, wenn Leute aus der Ebene sich bei uns umsehen, als wären wir so etwas wie ein Tiergarten. Nun gut, entschuldigt mich. Ihr könnt in unserem Laden Vorräte kaufen, wenn ihr wollt. Aber dann solltet ihr mit euren Gefährten weiterziehen. Ist es gerade kälter geworden oder bilde ich mir das nur ein? Du sagst es, Alistair. Interessante Strategie. Eine Frage. Wollt ihr so lange nach Norden gehen, bis es Süden wird und dann den Erzdämon von hinten angreifen?
Das hier ist notwendig. Ach ja, verstehe. Dann habe ich mich geirrt. Für mich sah es so aus, als würden wir im Niemandsland auf einen Berg steigen, nur um einer vagen Ahnung eurerseits nachzugehen. Al-Imen ist krank, deshalb sind wir hier. Wie soll ihm das helfen? Die Asche kann ihn heilen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass ihr das glaubt. Dennoch stelle ich langsam euren Geisteszustand in Frage. Unser Ziel ist der Erzdämon. Und wir bewegen uns von ihm weg, um die verkohlten Überreste einer toten Frau zu finden. Ich werde nicht einfach in eurem Schatten bleiben, wenn ihr vor der Schlacht davonlauft. Ich laufe nicht davon, Stan. Dann kehrt um und kämpft. Ihr lasst die dunkle Brut warten. Ja, unserem Stan passt das hier gar nicht, dass wir so viel abseits des Weges machen. Komm schon, hübsche Lynn. Sag, wo warst du drin? Warst du oben? Warst du unten? Hast du Hasen im Loch gefunden? Komm schon, hübsche Lynn. Sag, wo warst du drin? Dieses Kind ist ein bisschen creepy. Irgendwie. Laden im Dorf, okay. Da kann man gehen, okay. Nein, nein, nein. Dörfler. Da kann man auch nicht rein. Also wir können auch nur in den Dorfladen rein. Ja, dieses Ding hier ist ein wenig sehr sonderbar. Ladenbesitzer, hi! Wer seid ihr? Ihr kommt nicht aus Haven. Warum sagt mir das jeder, als ob ich es nicht selber wüsste? Wir haben hier nur wenige Besucher. Ja, bei der Gastfreundschaft kein Wunder. Habt ihr einen Mann namens Bruna GDTV gesehen? Nein, den Namen habe ich nie gehört. Ist das der Laden? Ich möchte handeln. Viel habe ich nicht. Ihr könnt es euch ja mal ansehen. Ja, nicht wirklich was, ne? Schockbombe. Rezeptur für Säurebeschichtung. Nö. Was macht ihr da? Das ist privat. Ich schau nur mal rein. Nein! Ich muss leider darauf bestehen. Dazu habt ihr nicht das Recht. Aber selbstverständlich. Schon gut, schon gut. Jemand wird das nicht überleben. Und das bin bestimmt nicht ich. Ach, sieh einer an. Rüstung, Kleidung dieses verstümmelten Mannes lassen darauf was? Ja, das wird wohl einer der Ritter gewesen sein. Natürlich, wir haben wieder keinen Schlossknacker dabei. Ausgezeichnet. Ach, mir egal. Jetzt sind sie alle gegen uns. Ich bin betäubt, danke. Ich kümmere mich darum. Schon gut, schon gut. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Hey Magier, bleib ruhig hier. Lass uns reden. Aber selbstverständlich. Toll, jetzt darf ich erst da hoch. Ja, super. Dann komm her, Kultist. Ich kümmere mich darum. Schon gut, schon gut. Soll ich euch einen Stuhl holen? Und weg damit. Damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst. Lähmungsrune von mir aus. So, weiter geht's den Berg hinauf. Denn diese Leute hier sind überaus merkwürdig. Das haben wir ja schon jetzt gerade mehrfach gemerkt. Und ja, das wird ja wohl einen Grund haben, ne? Ich kümmere mich darum. Schon gut, schon gut. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Aber selbstverständlich. Oh, Stufenanstieg. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Oh, weg. Kirche sind Leute.
womöglich das ganze Dorf. Möglich. Dann gehen wir da mal rein. Und sagen Hallo. Sind wir über alle Maßen gesegnet. Wir wurden von der Heiligen und Geliebten selbst als Wächter auserwählt. Uns allein ist diese heilige Pflicht auferlegt. Frohlocket meine Brüder und öffnet eure Herzen für sie. Hebt eure Stimmen und verzweifelt nicht, denn sie wird ihre treuen Diener zu sich nehmen, wenn... Redet ruhig weiter. Ja, willkommen. Ich habe schon gehört, dass wir einen Gast im Dorf haben. Habt ihr euren Aufenthalt in Haven bisher genossen? Ihr habt einen Ritter aus Redcliffe getötet. Ich sah ihre Leichen. Das, meine Brüder, passiert, wenn man Fremden Zutritt zum Dorf gewährt. Sie haben keinen Respekt vor unserer Privatsphäre. Wenn wir nichts tun, wird der anderen von uns erzählen. Und was dann? Ihr versteht unsere Lebensweise nicht, Fremder. Und genau das könnte Haven den Krieg bringen. Was ist mit Bruder Genie TV? Was habt ihr mit ihm gemacht? Wir schulden euch keine Erklärung für das, was wir tun. Wir erfüllen eine heilige Pflicht. Sie nicht zu beschützen, wäre die größte Sünde. Uns wird alles vergeben werden. Wir sind nicht allein. Ganz und gar nicht. Schon gut. Ich kümmere mich darum, aber selbstverständlich. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Ich weiß gar nicht, was Stan hat. Also er beschwert sich, dass wir hier zu wenig kämpfen und so. Glaube nichts von. So, Wynn hat auch einen Stufenanstieg. Ich glaube, die kann ich auch jetzt verteilen, wa? Geisterschelber, Kultistmedaillon von mir aus. So, okay. Wir verteilen erstmal unsere Level. Stärke habe ich eigentlich genug, ne? Wir ballern 2 in Stärke, 1 in Geschick. So. Wie sieht's unten aus? Ah, guck mal, die letzte Fähigkeit ist frei. Sehr gut. Kritischer Schlag. Ja, ich würde sagen, machen wir den Bar zu, wa? So, dann haben wir davon nämlich alle Fähigkeiten. Aufstieg. So. Willenskraft. Und das und auch Konstitution. Ist nicht verkehrt. Ach guck, Spezialisierung. Kann ich auch noch eine wählen. Geil. Arcana Krieger, Form Wandlander. Arcana Krieger wär's halt. Kampfmagie, Aura der Macht. Ja, ich würde mal sagen, bei ihr gehen wir jetzt erstmal noch. Das Irrlicht war doch geil. Ja, machen wir auch. Zack, so. Haben wir unsere liebe Wynn auch ein wenig abgelevelt. Ziegelwand. Beschriftete Truhe. Ring des Glaubens. Kleiner Silberbarren. Von mir aus. Natürlich, wir haben wieder keinen Schurken dabei. Ach Gott. Ich will jetzt aber auch nicht Leilana hier mit reinholen. Das führt sonst eventuell später zu Stress. Oh, Bruder Genie Tevi. Wer seid ihr? Wurdet ihr geschickt, um es zu Ende zu bringen? Bruder Genie TV? Ihr gehört nicht zu ihnen, dem Erbauer sei Dank. Habt ihr die Urne gefunden? Mit Kniefall und Tränen? Das nicht. Aber weiß ich, wo sie ist? Absolut. Haven liegt im Schatten des Berges, der die Urne enthält. Es gibt dort einen alten Tempel, der zu ihrem Schutz errichtet wurde. Die Tür ist immer verschlossen, aber ich kenne den Schlüssel. Eirik trägt ein Medaillon, das die Tempeltür öffnet. Ich habe gesehen, was er damit alles macht. Dieses Medaillon? Ja, das ist euer Schlüssel. Bringt mich zum Berg, dann zeige ich es euch. In Ordnung, brechen wir auf. Gut, helft mir auf. Ich versuche, uns nicht zu sehr zu behindern.
So, dann geht's jetzt ab auf den Berg zum Tempel der Heiligen Andraste. Hier kann man übrigens dann gegen einen Drachen kämpfen, wenn man etwas Bestimmtes macht. Und zwar die Asche zu entweihen. Was wir allerdings nicht wirklich vorhaben. Da sind wir. Gebt mir das Medaillon. Mal sehen, ob ich alles behalten habe. Ja, seht ihr? Man kann Teile bewegen. Und zwar so. Und erhält einen Schlüssel, der den Weg öffnet. Woher wusstet ihr, wie das geht? Es gibt nur noch wenige Schlüssel wie diesen auf der Welt. Aber ich habe schon einige gesehen. Die richtige Kombination fühlt sich irgendwie richtig an. Es ist schwer zu erklären. Mal sehen, ob es uns gelingt, diese Tür zu öffnen. Irgendwo muss man das hineinlegen oder stecken können. Ja, yeah, Kultistmusik. Kalima! Es soll darum gehen, diese Halle in all ihrer Pracht zu sehen, so wie es gedacht war. Doch wenn man Eis und Schnee entfernt, ist es immer noch schön. Ihr müsst nun wachsam sein, Bruder. Tut mir leid. Was? Ich war abgelenkt. Verzeihung. Kalima! Diese Schnitzereien entstanden gleich nach Andrastes Tod und könnten Dinge über ihr Leben enthüllen, die wir noch nicht wissen. Ich brauche mehr Zeit, um diese Statuen und Schnitzereien zu studieren. Das hält euch offensichtlich auch eine Weile aus allem raus. Mit meinen Verletzungen kann ich ohnehin nicht Schritt halten. Es ist bestimmt sicher. Dorfbewohner dürfte es hier nicht geben. Geht nur. Ich komme zurecht. Es war wohl mein Schicksal, euch zur Urne zu führen. Danke, ihr wart eine große Hilfe. Ach, dafür bin ich doch da. Seid einfach nur vorsichtig. Der Tempel ist gefährlich. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Okay. Jetzt brauche ich was zum Schein. Ohne Scheiß, da kommen voll die Indiana Jones Sachen in mir hoch. Eure Kirche für seltsam, weil sie ihre Tempel nicht den Toten weiht. Kalima! Ah ja, bevor wir uns jetzt hier aber weiter verrennen und in irgendwas reinlaufen, sage ich an dieser Stelle zu euch, see you guys, und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht bei Let's Play Dragon Age Origins. Bis denn, tschüss. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter, und für alles andere sind die Kommentare below.